Ich sitze gerade in New York in einem Hotelzimmer und habe ziemlich viel Zeit nachzudenken. Und zwar bin ich seit ungefähr 3 Tagen allein und werde noch weitere 3 Tage allein sein und warte auf meine Kollegen. Und in der Zeit habe ich eigentlich sehr, sehr viel Zeit nachzudenken und alles Mögliche zu tun. Durch die Zeitverschiebung, die es zu Europa eigentlich gibt, lassen mich alle mehr oder weniger in Ruhe, was eigentlich sehr gut ist. Ich schaffe viele Sachen abzuarbeiten und ich schaffe aber auch viel nachzudenken. Und zwar, ich habe nachgedacht, welche Fehler ich bis jetzt gemacht habe, beziehungsweise was muss ich ändern, und 2023 ist entsprechend genau richtig, um die Veränderungen auch tatsächlich zu machen. Es werden jetzt im Juni eigentlich 2 Jahre sein, wie ich meinen Herzschrittmacher eigentlich eingebaut bekommen habe, und mein Leben ist eigentlich viel besser geworden seitdem. Also hat sich vieles geändert, ich bin viel gesünder geworden sozusagen, meine Herzleistung ist wesentlich besser geworden, also eigentlich so gesehen, mein Leben wurde durch diesen Herzschrittmacher gerettet. Als es passiert ist, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich einiges ändern, ich muss einen Gang runterschalten und bewusster alles erleben. Was aber tatsächlich passiert ist, ist es genau umgekehrt. Ich habe einfach mehr Gas gegeben. Ich habe viel mehr Sachen gemacht anstatt weniger. Ich habe mehr Stress gehabt als weniger. Und ich habe mehr Fokus auf andere Sachen und weniger auf mich persönlich gelegt. Anstatt Zeit zu gewinnen und Gefühl zu haben, Zeit zu haben, ich habe Gefühl bekommen, keine Zeit mehr zu haben und dass es alles viel zu schnell passiert. Und jetzt ist die Zeit gekommen, einiges zu ändern. Ich möchte das nicht mehr weiter so machen. Es sind 4 Sachen, die ich mir überlegt habe, in 2023 zu ändern bzw. anders zu machen. Zu einem möchte ich weniger reden und mehr sagen. Was ich damit meine ist folgendes: Ich möchte weniger Zeit in irgendwelche Konferenzen verbringen, weniger irgendwelche Reden halten, weniger irgendwelche Spaces dabei sein und einfach mehr kompetente und durchdachte Sachen erzählen, falls ich erzähle. Nummer 2, weniger digital werden. Ich möchte mich mehr auf die Sachen konzentrieren, die ich auch anfassen kann. Ich möchte mehr körperlich werden und weniger digital. Nummer 3, ich möchte auf jeden Fall mehr lernen. Und zwar möchte ich alle diese Sachen lernen, die ich bis jetzt noch nie geschafft habe zu lernen, weil ich mir einfach die Zeit dafür nicht genommen habe. Und die Nummer 4, wenn wir schon über Zeit reden, ich möchte mich entschleunigen. Also ich möchte mehr Zeit haben für das Ganze, für alles sozusagen. Und das ist eigentlich nur eine Sache des Gefühls. Also die Zeit ist eigentlich die gleiche. Die Frage ist nur, wie man es erlebt. Denkt man, man ist unter Stress und hat keine Zeit? Oder fühlt man sich entspannt und denkt dabei, man hat genug Zeit? Ich möchte jedenfalls genug Zeit haben. Und aus dem Grund werde ich mich gewaltig entschleunigen. Und die 5. Sache in 2023 ist wieder einen Marathon zu laufen. Das wäre mein 10. Ja.